Bam! Herzlich willkommen zur Runde 2. Nee. Falsch. Nochmal. Nein, dritte Runde aus dem Salzgitter-Turnier. Aber ich meinte, es war der zweite Schlag. Ach, irgendwie so. Ich mach die Aufnahme nochmal aus. Oder machen wir es einfach nochmal an? Wir machen jetzt weiter. genau, es ist Runde 3. Kevin, Backfire 84. The Man, The Myth, The Legend. Gegen Andreas Devil Rock Hardcore Kid des Todes of Doom, Destruction and Delay. Ja, wir mussten den Namen leider kürzen. Es hat nur der erste Teil, der Vorname reingepasst. Ja. Achso, nee, das ist ein bürgerlicher Nachname. Ja. Er hat mal irgendwann ein Bild gemalt und das hat er sich eintragen lassen. Ja, mit 18 kann man das, glaube ich. Man muss es nur begründen. Ja. Gab es nicht immer Zecke oder so? Zecke Neuendorf. Zecke Neuendorf, der Zecke dann auf seinem Trikot stehen hat und irgendwann mal irgend so ein Kackbild gemalt hat, damit er das als Künstlernamen eintragen kann. Ja, ich habe das mal gehört. Verdammte Legende. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr die Antwort darauf wisst, schreibt es in die Kommentare. Nur Legenden unterwegs. Ey, das stimmt, ey. Also Legende 1, Kevin, links spielt eine Resistance-Liste, irgendwie eine Abwandlung von dem, was man jetzt so viel gesehen hat mit diesen 5 T70. Mit zwei schnelleren Kollegen an Bord. Einmal mit Lulu, mit Optics, Heroic und Enduring. Dann die klassischen zwei, Ello und Temmen. Nee, auch nicht so richtig. Ne? Ello ist auf jeden Fall irgendwie immer gesetzt. Mit M9 G8. Ja. Ich glaube, in der Liste ist tatsächlich Ello, Temmen ist schon der Standard. Ich glaube auch. Dann ich hatte auch Nimi immer nicht wegen der niedrigen Inni, aber... Nimi wegen der Inni? Richtig. Richtig, dann Temmen mit R4 und Pattern Analyzer. Ah ja, okay. Das ist echt nice. Ja, das ist super nice. Free Boost. Ja, richtig geil. Dann den anderen X-Ring nehmen wir auch noch mit. Nimi mit Heavy Laser Cannon und R6D8. Was macht der nochmal? Das ist der Predator-Bot. Ah. Und dann mit der Heavy Laser Cannon auf dem Nimi-2-Schiff. Ja. Ballsy. Das ist auf jeden Fall ballsy, aber auch gruselig. Und dann haben wir da noch Cass, Kazuda Xiono mit Titel und Targeting Computer und Slam und Contraband und R1J5 mit Heroic. Bucket. Für die Fans. Der Eimer. Unter uns, alles im Eimer. Willst du was zur Andreas-Liste sagen? Gleich. Ich will gerade mal wissen, ob Nimi auf Primary. While you perform an attack. Ah, das ist natürlich clever. Ja. genau. Fühlst doch gleich aus. Achso, ja, Nimi hat natürlich, also hat ja die Fähigkeit, wenn sie auf jemanden schießt, mit einer Ini, die höher ist, dann kann sie, wenn sie eine Attacke durchführt, ich hatte mich gerade gefragt, ob es Primary ist, da hatte ich mich hier kurz gefragt, warum die Heavy Laser Cannon, aber es ist nur, wenn sie einen Angriff durchführt. Also auch bei der Laser Cannon kann sie einen Blank auf ein Auge drehen, was natürlich super ist, weil, sag ich mal, bei einem durchschnittlichen Würfel kommst du dann irgendwie eigentlich immer auf 3 Hits, was natürlich toll ist. Ja. Und hat dann eben den R6, D8, das ist der Predator-Bot habe ich ihn genannt, also der, wenn du auf jemanden schießt und den hat jemand in Reichweite 0 bis 3 zu dir selber im Bullseye oder du selbst. Von deinen Freunden. Also von Nimis Freunden. Ja. Genau. Kann sie dementsprechend so viele wie denjenigen im Bullseye haben, Rerolls machen. Genau. Was voll toll ist. Das ist mega nice. Also ist echt gut. Und dann haben wir, jetzt muss man ganz kurz hier gucken, ich sehe das mit den, das hier unten müsste dann ja wo ist denn? Da fehlt doch irgendwie ein X-Wing jetzt gerade. Warte mal, wenn er jetzt... Ja, die bauen ja noch auf. Wir sind gerade bei Ini 4. Ja. Und ich glaube, wenn Andreas erster Spieler ist... Ach, Temmen ist auch Ini 4. Ah, so war das. Genau. Ah, okay. Dann Ini 4... Ah, nee, dann ist Kevin ist erster Spieler mit Nimi, Cass und Snap. Und dann kommen Lulu und Ello gleich noch. Ja. Was haben wir denn auf der rechten Seite? Da haben wir Keine Spoiler, Peter. Das kommt gleich noch. Ja,
Also wir haben auf der rechten Seite haben wir Andreas. Das wollte ich sagen. Ja, bitte, dann du machst Mit mal dem hier, mach du doch Fan-Favorite, mal das, ich mach das. ja. Den, der, wie geht das noch, der Friend of the Emperor? Nee, Hand of the Friend of the Emperor. Beric Steele, Hand of the Emperor aus dem alten, ich glaube, das war X-Wing, nee, das TIE Fighter-Spiel. Alle lieben ihn, die wenigsten spielen ihn, aber er ist eine geile Socke. Mit Crackshot, FCS und Elusive. Wird auch immer Party Mareike genannt. Ich finde, das ist ein Scheißname. Ja, du bist auch ein Scheißname. Ja. Mit Juno, mit FCS, Pattern und Deadeye, wo ich ja ganz klar jetzt behaupten würde, das ist die objektiv falsche Combo, weil man muss passiv spielen, weil das Ja. ist die Antwort. Ich dachte, wir verraten das nicht. Das schneide ich Andreas raus. spielt Fire Control System, Das Pattern ist und Deadeye, die beste Kombination, die das man auf dem beste Schiff spielen kann. Es Loadout. gibt nichts Besseres, außer man ist, will Optics spielen, das ist auch okay. Ist dann halt scheiße. Hast doch Sören noch angeschrien, dass er das nicht in den Äther schreien Sei soll. ruhig. Ja. Aber naja, die Ausländer dürfen es nur nicht hören, dass wir das dann in der, auf der WM, dass wir dann da nicht den Nachteil haben. Na gut. Dann der kleine Bruder mit Homing und Brilliant. Homing ist ja immer diese fiese Kombo, er lockt wen, dann sagt, kannst du irgendwie zwischen Pest und Cholera wählen, sagt er hier, du kannst entweder vier Würfel kriegen oder einen automatischen Treffer. Und wenn du dann den Treffer nimmst, gibt dir zwei Macht aus und sagt, Edge, hier hast du noch einen Crit. Geil. Ja, bin ich auch schon drauf reingefallen. Super nervig. Vor allem Ja. immer, wenn der Gegner dann dich anguckt und anfängt zu lächeln und sagt, dann sind das hier zwei und einer von ist ein Crit. Und du denkst du so, ah, Trottel. Arschloch. Also kann man sich mal merken. Und dann noch die Seventh Sister mit Cluster und Brilliant. Was ich tatsächlich, ich habe die auch also ein, zwei Mal auch irgendwie gespielt. Es gab mal diese Magpulse-Heighten-Kombo. Aber tatsächlich, das mit Cluster ist natürlich auch geil, weil es nimmt ihr so ein bisschen das Problem. Also der Bruder hat ja, die haben ja nur zwei Würfel, der TIE V1. Und das ist natürlich eigentlich eine ganz gute Antwort auf die Frage, Ja. wie man das so machen will. Und zuletzt natürlich Vizier mit Opa Palpatine. Der darf auch mit. Und jetzt haben sie sich hier schön. Genau, wir spielen ja übrigens Change Engagement. Was lachst du jetzt darüber? Ich verstehe ich jetzt gar nicht. Ja, also ein Objective in der Mitte und irgendwie muss man dann schon sich Richtung Felsen bewegen. Die haben sich da nicht so einen großen Gefallen getan. Diese Felsen sind relativ eng gelegt. Mit so Dabei vielen wollten sie sich Schiffen. gegenseitig die Chance geben, sich da drauf zu stellen. Ach so. Beziehungsweise Kevin hat das da, das Dreieck in der Mitte gelegt, das Große, und Andreas hat das gehabt, die Kleinen da drumrum. Ja. Ach nee, Quatsch, was rede ich denn? Warte Die mal. Stickern sind Andreas, aber ich habe nur gesehen, dass Kevin den Großen unten rechts erst gelegt hat. Ist aber völlig egal. Ja, gut. Irgendwas haben die da gemacht. Super Sache. Und Und haben sich jetzt irgendwie ja sehr breit. Also es gibt keinen. Nicht so dieses, so einen klaren Punkt, wo man sagt, okay, da hinten findet der Joust statt und da geht jetzt alles rüber, sondern ja. ist jetzt so die Frage. Ich könnte mir echt vorstellen, dass Kevin entweder versucht, oben mit Lulu Gas zu geben und dann durchzuschlüpfen oder jetzt erstmal abdreht und da jetzt nicht irgendwie sich mit den drei. Nee, oben sind ja der Bruder, ich weiß nicht, Bruder oder Schwester? Schwer zu sagen. Ja, das. Also oben auf jeden Fall die 2x1, die beide INI-5 sind, also auch Vorteil, also beziehungsweise oben ist es halt, ne, INI-5 gegen INI-5 halt, ah, er dreht ab. Ja, das Ist ist halt Nimi. Warte voll. mal, dann passt die Farbe nochmal an. Jetzt wissen wir, wer es ist. Guck mal, die sind ja, die haben ja so einen sogenannten. Das ist der blaue hier. Ah, das ist Nimi. Das ist Nimi. Also blaues Chassis Ah, ist ich dachte Nimi. eben, es wäre Ello oben, aber Ello ist der Orangene. Ja. Aber ist auf jeden Fall irgendwie, da ist man dann ein bisschen ist abhängig vom Roadwurf und wenn man irgendwie das, sage ich mal, das Ganze irgendwie ein bisschen mehr kontrollieren will, Ja. gibt es ist natürlich oft so, dass man das versucht zu vermeiden. Da ist jetzt der Vizier, Aileron McBong, Calculate, Coordinate, Entschuldigung. Visier Boost Coordinate gibt dann an. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst, aber das untere, also das, was gerade koordiniert würde, wird dann ja wahrscheinlich. Müssen wir gleich nochmal gucken, wer ist. Ich glaube, das ist Juno. Wie kriegen wir das nur raus? Das müsste das so an den Plättchen da irgendwie. Da müssen wir so reinzoomen. Ist auch egal. Ja. Beides in die 5 Kriegen wir schon. X1. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, das könnte Snap sein. Kriegt seinen Boost von Haus aus und sonst. Hier kannst du haben und Fokus. Ja, genau. Dann ist es Snap.
Dann machen wir den mal Ah, vielleicht grün. werden wir das im Laufe der Zeit sehen, aufgrund der Das muss Fähigkeiten. ja auch für uns noch mal ein bisschen spannend bleiben. Eben. Auch wir wollen auch noch mal was Aufregendes erleben. Ist ja auch immer ganz geil, wenn man gar nicht weiß, was los ist. So, und dann Ello machen wir einfach noch richtig orange und dann haben wir eigentlich die Farbkodierung da schon richtig. Alter, geil. Mensch, Production Value 3000 hier. So. Ja, wir machen ernst. Dann eine relativ vorsichtige Einserbank von der. Lass die Wieder doch mal stehen, hochstehen, Andreas. ja, Fifth Brother, Second Sister. Ich kenne Seven Sister. Sieht eher nach Seven Sister aus. Kevin, wenn du gerade hier eh im Chat bist, weißt du es noch, wer wer ist? Kannst ja nochmal. Kannst du nochmal reinhauen. Ja, was ist, was hast du, also was, sagen wir mal aus der Sicht von Andreas, was ist dein erstes Ziel? Was schießt du als erstes ab? Na, du hast höhere Ini als Nimi. Ja. Da kannst du natürlich hast natürlich die Chance, den Ini-Kill zu machen. Ja. Der obere ist Merrick. Ah ja, okay. Danke. Genau, Ja. das heißt, er hat Lulu, Lulu, der hat Juno den Fokus koordiniert und Merrick geht oben. Geht ab. Geht A lang. Geht an. Ah, okay, er dreht auch Ja, mit Juno ab. das heißt, Kevin hat vielleicht so ein bisschen damit gerechnet, dass Visier gar nicht nach oben dreht, sondern vielleicht erstmal mittig bleibt. Ich glaube vor allem, dass er da jetzt keinen Bock hat auf diesen, auf den Streit Das da oben, auch. weil Aber ne, ich das. dachte nur gerade so wegen Target, dass du schon überlegen musst, dass du Visier relativ schnell rausnehmen musst. Weil der. Gut ist natürlich das offensichtlich. Und so, ich meine, jetzt ist eigentlich. Ja gut, ja genau. Wenn er jetzt abdreht, ne, hätte er das gewusst, dass der da kommt, dann wäre natürlich, hätte er reingehen können, das stimmt. Weil wir sie ja gleich da. Aber er kann im Prinzip mit allen auch immer noch. Harte 2 Fassrolle, harte 1 mit Lulu. Fail Boost, also mit Nimi harte 2 links, Flügel zu, dann guckt sie auch richtig geil mit ihrer Heavy Laser Cannon da die Lane runter. Kriegt halt, naja, siehst du ja, Andreas ist ja jetzt auch nicht nur da, um sich irgendwie verkloppen zu lassen. Ach so. Deswegen, nee, nee, Ach wird der dann so. natürlich dann auch sagen, dann ruhig ich die halt auch aufs Maul. Ja, gut. Aber jetzt, also die beiden die beiden Empire-Flieger, die jetzt gerade da oben dran stehen, die stehen ja eigentlich ganz gut, dass sie jetzt reinbanken können oder sogar mit einer harten Kurve da reinkommen können. Der V1 könnte sogar noch mal richtig schnell fliegen und dann hinter die X-Wings und den A-Wing kommen. Ja, wenn er jetzt 5 Grad hat, dann kann er sich schon mal ein Lock auf Lulu holen für später. Ja. Ah, das jetzt, da hätte ich jetzt gedacht, warte mal lieber noch eine Runde ab. Mit dem Boost. Ja, nächste Runde Heinzer Bank. Weil Genau. Kevin versucht ja jetzt offenbar, Andreas durchs Asteroidenfeld zu zerren, um das, ne, dass er da irgendwie sich verheddert oder Ja. seine, auch einfach seine Formation oder wie auch immer aufzubrechen. Und an sich hat ja gerade jetzt, wenn Andreas. Also Andreas steht ja so gut, dass er eigentlich er hat vor sich das Objective, fliegt, wenn er Kevin verfolgt, ganz entspannt durchs Objective und kann ihn eigentlich, und Kevin muss halt reinkommen. Das heißt, er kommt dann automatisch, ist dazu gezwungen, irgendwie in seine Feuerwinkel zu fliegen. Deswegen, wenn er jetzt eine Runde später da ist, stünde, dann könnt ihr nämlich Visier nochmal schön jetzt einser Bank. Meinst du, das passt? Ja, ne? Ich glaube schon. Ich denke Also, auch. Hätte ich dann jetzt kann auch er auf jeden gedacht. Fall wieder entspannt vorwegfliegen. So, und jetzt ist dann gleich wieder, jetzt ist er gestresst, da muss er gleich schon auf jeden Fall eine 2 gerade fliegen und wenn Lulu dann eine harte 1 macht, hat er den schon so halb im Nacken. Wie ist denn das? Ist das von Visier eine Coordinate Action? Ah, okay. Das heißt, er kann die nicht auf dem Felsen machen. Kann nicht was? Er kann sie, also er muss sie vollständig ausgeführt haben, das Manöver, und darf nicht auf dem Felsen Doch, stehen. doch, er darf auf dem der Felsen sagt ja nur, du skippst dein Perform Action Step. Ach so, aber Aber du musst nachdem ja du die den. Ailerons machen und das ist ja jetzt ein Boost. Und weil es also es zählt ja in dem Sinne als Aktion. Du führst nicht die Aktion aus, aber es ist, ne, du kannst nicht Ja. mit einer Aktion auf den Stein boosten. Deshalb funktioniert es nicht. Das wird die Karte nicht angezeigt. Ja, ich hätte die gerne nochmal eingeblendet. Okay, also das heißt, du würdest den Einser-Boost machen, nicht. Also, wenn du auf dem Felsen landest, dann machst du ihn einfach nicht und dann machst du dein normales Manöver. Ah, ja, logisch. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Ich würde, glaube ich, gar nicht. Ich würde einfach an der Stelle. Ja, okay, du willst natürlich Juno den Dings geben. Ja. Obwohl, Ja, Juno ist eigentlich. gestresst. Deswegen, wäre Juno einfach nicht stehen geblieben, Er hättest ist du jetzt mit nicht L, machst du gestresst, mit ja. links eine 1 gerade, machst einen Fokus. Weil er selber kann ja auch, ich meine, das sind immer noch 3 Würfel, wie sie ja, also der Reaper nach vorne.
Ja, auch nicht zu Das verachten. vergisst man immer, ne? Manchmal schon. Aber es ist tatsächlich. Sieht aus, als würde die Einser Bank passen, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn er draufsteht. Also. Ja, ist knapp. Irgendwie. Vor allem, wenn sie passt. Was, das Ding ist, wenn sie passt und er ist sich sicher, die passt, was machst du dann danach? Eine 1 geradeaus. Wenn sie aber nicht passt, was machst du dann? Eine 1 geradeaus. Beides scheiße. Ich will einfach nur, also einfach nur kein Aileron, einfach nur eins gerade, Einser Bank Einser fünf. Bank, okay. Ja. So, und wenn du dann Pech hast, stehst du auf dem Stein. Na, du kannst ja trotz, die können ja trotzdem koordinieren, die Dinger. Das ist halt rot. Wenn die Einser Bank passt, könnte er theoretisch trotzdem Könnte er koordinieren. trotzdem, Genau. genau, je Aber nachdem, wie er es dann möchte. Also. ja. Ja. Was macht der V1 unten in der Ecke? Dreht der ab oder dreht der rein? Der muss eigentlich harte 1 links. Harte 1 Also links. einfach. Ja. Ja, ich glaube, harte 1, also, ne, harte 1 links, Mhm. Fassrolle raus, je Mhm. nachdem, weil es ist jetzt wieder, das ist Ini 4 gegen Ini 4. Er kann reagieren und eben einfach dieses, er bindet mit einem 4-Punkte-Schiff zwei 4-Punkte-Schiffe. Super Sache. So, und wenn Kevin abdreht, dann hat er den im Nacken. Auch super. Cass hat jetzt gar nicht, was ja viele auch machen, dieses erste Runde des Ionenmanöver, also den Ionen-Crit. Dann nächste Runde machst du das Ionenmanöver und dann reparierst du den mit dem Bucket-Bot. Das hat doch hier Min in England gegen dich gemacht, weißt du? Ja. So, ich glaube, das ist immer Und dann so wusste ich, wirst. wo er steht und habe ihn gewonshottet. Ja, klar. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Nur da kann jetzt natürlich Kevin jetzt nicht, das kann er jetzt hier in Da dieser kann jetzt Stelle. keine Oder Rücksicht drauf Quatsch, nehmen. Andreas könnte das jetzt nicht großartig ausnutzen. Ja. Aber Kevin entschließt sich dazu, die Karte zu behalten. Und vielleicht später irgendwann mal einzulösen. Naja, die Frage, also du musst jetzt auf jeden Fall an Kevins Stelle ein Schiff abstellen, irgendwo Richtung Mitte. Das wird wohl Cass sein, der da irgendwo in diese Lücke kommen will, zwischen die beiden Dicken, kann ich mir vorstellen. Und dann in der nächsten Runde irgendwie Eine versuchen, Dreierbank. einfach Dreier Bank, vielleicht sogar einen Boost und dann irgendwie versuchen, hinter den Visier zu Boosten kann kommen. er nicht, er kann nur Achso, stehen. dann stimmt. Aber hinter den Visier zu kommen in der Runde drauf oder so. Oder dann eben dementsprechend da reinzudrehen. Also Weil, wie willst du jetzt mit den drei oberen Schiffen von Kevin alle in den Fight kommen? Alle harte alle abhauen. 1. Also würde ich auch jetzt gar nicht machen. Ja, genau deswegen. Aber Ja. dann vernachlässigst du die Mitte und wirst beschossen. Und das ist so ein bisschen sinnfrei. Das heißt, eigentlich gehst du hier unten mit Temmin irgendwie in den Fight mit dem So, V1. Kevin Wexley. Also, wenn ich das jetzt da sehe, würde ich sagen, okay, Temmin macht eine 3 gerade, deckt einfach, deckt die harte 1, sozusagen das Verzögerungsmanöver. Und Cass macht einen Dreierbank nach links Genau. und hat, glaube ich, dann Dürfte in Range könnte mich sein. auch, also und wenn Visier die 1er Bank macht, hat er vielleicht sogar dann schon Schuss. Ja, ich denke auch. Oder? Würde ich denken. Wir haben die Zwei Ini bei Augen. Andreas. Ah, nice. Mensch, das ist doch Das mal ein ist doch mal, Service Mensch, hier. das ist doch mal, Ei, die Leute, mit Profis den. am Also, Werk, das du. gibt jetzt hier mal den Sonderpreis für tolles Streamspiel. Ja. Super Sache. So, jetzt gucken wir mal, ob das Ding Da. vorbeipasst. Ja, easy. Ah, Ja. gerade so. Medium Base always fits. Ja, aber always gerade so. Ja, das reicht ja. Always is always. Jetzt bin ich mal So, gespannt. also kein Koordinieren bringt er Aileron. jetzt. So, Genau. sonst wäre halt geil. Jetzt hätte er da koordinieren können. Genau. Juno, ne? Nimmt sich jetzt einfach nur den Evade. Ja, das verstehe ich nicht. Der wird nicht rein. Also, wenn er reindreht, dann kriegt der Ja, Kevin hart aber aufs Maul. der Evade bringt Vielleicht dann macht er auch es irgendwie aber. nicht so viel, ne? Ja, Ich habe ja das auch. war. Also, hätte ich nicht gedacht, dass der reindreht. Also. Ja, ich meine, der Fokus hätte ihm auch nichts gebracht, wenn er keine Schüsse kriegt, aber. Aber er will einfach jetzt noch nicht. Ist auch verständlich, weil ich meine, ne, gerade Schwamm jetzt, komplett auf jeden wenn Fall. Andreas mit dem Reaper irgendwie sich da durchs Asteroidenfeld zu ödeln und eigentlich muss er gleich dann da auch Platz machen Zu was zu zu ödeln? ödeln. Da hast du nicht hier Return in Empire, da ödeln die sich auch durchs Asteroidenfeld und alle gehen drauf, da die TIE Fighter. Die sind alle ein bisschen blöde. Oh, das ist ein bisschen schnell. Sieht doch gut aus. Warum das? Nee, Sieht so das. aus, oder? Nee. Ja, doch, doch. Hat hinten ein bisschen. Echt? Das war Ah, zu. dieser Bu ja, guck mal, dieser Boost war einfach Der wirklich Boost war nicht so gar nicht geil. gut. So, das ist ein Schaden auf dem V1. Warum hätte jetzt, wäre er da gestanden, Ja. hätte sich einen Locke nehmen können. Überhaupt, jetzt geht er rein und dann wird es noch enger. Ja. Eigentlich hätte er echt Gas geben sollen, das Lock auf Ludo schnappen, so, und dann kann er das auch später noch benutzen. Ja.
Jetzt auch das Ja, das Problem, wäre in jetzt auch Anführungsstrichen. Ja, mein nützt Gott. ein Evade, ne? Aber Genau. sonst wäre Kevin zuerst gewesen, hätte er dann noch besser reagieren können. Ja, von daher Also mit der harten 1. glaube ich ganz okay. Ja, er macht die 2. Völlig in Ordnung. Snap hat ja Pattern und Heroic, okay. Wie ist man gerade gehört? Der Boost bringt ihm eigentlich, nee, also bringt ihm mehr Reichweite 1, soll doch. Ja, nee, eigentlich Vielleicht auch. sogar nicht Reichweite. Ja, gerade so. Ja, Wird doch knapp. fast schon. Könnte schon sein, ne? Ist natürlich dann zu seinem Vorteil. Also was heißt, ist zu seinem Vorteil? Weiß ich gar nicht. Okay, machst einen Target Lock. Auch nicht schlecht. Ich hätte, glaube ich, einen Fokus genommen, weil du kriegst ja auch noch, ich meine, du kriegst einen Gegenschuss. Ja, Ich hier. wäre, also wenn ich irgendwie Schiffe mit vielen Listen, Mit Listen vielen mit vielen Schiffen, Schiffen, mit Schiffe vielen mit vielen Listen. Listen Ja, spiele, das ist stark. dann gerade bei sowas würde ich immer versuchen, einfach einen Fokus zu nehmen, weil so hast du immer noch, weil Andreas schießt zuerst, ne, unter Umständen hast du die Möglichkeit, ah ja, wenn du 2 Augen würfelst, hast du ja, dann gebe ich den Fokus mal aus und verhindere den Schaden. Und so hat er natürlich nächste Runde eigentlich auch, kann er den Catern machen, Fokus. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Also der Boost war schon irgendwie ganz nice. Das Problem ist jetzt so ein bisschen, weil er den Boost mit Nimi gemacht hat, dass Nimi jetzt irgendwie nicht so richtig an Cass vorbeikommt. Naja, 4 gerade. Ja. Und Oder 2. wenn jetzt Juno da nicht wegfliegt, dann Juno kann fliegt aber weg. Die wird Boost links machen und also Target Lock. Boost links, Target Lock. Target Lock links, Target Lock Boost links, links. Boost, ja. Ja. Also sonst. Okay, sonst müsst ihr nicht so ohne stehen bleiben. Ja, guck, da hast du doch perfekt. Niedrige, also. Ja. Ist eh egal, kriegst keinen Schuss. Jetzt überleg ich nicht so lange. Nimm das Ding hin. Du willst ja auf jeden Fall aus dem Weg vom Visier, damit er dann boosten kann. Spätestens in der nächsten Runde. So, Juno macht einen Target Lock. Nimmt es jetzt auf Nimi. Ello könnte natürlich eine harte 2 reindrehen machen. Ja, das war nämlich so die Überlegung, die ich vorhin hatte, ne? Ob du entweder mit allen irgendwie reindrehst oder mit denen, denen du wegfliegst, halt wirklich schnell wegfliegst, so wie jetzt mit Nimi geschehen. Das hat aber nicht gereicht. Weil jetzt kriegst du auf Nimi einen Schuss und hast nichts im Gegenzug, außer dass du jetzt ja irgendwie Okay, Marek so, dazu ah, zwingst, so ist irgendwie eine aber ein, Aktion guck zu mal, machen. so hat er fast ja vielleicht nur, nee, ist nicht obstructed, wenn Nee. Ello schießt. Es wäre natürlich die harte 1 von Dings geil. Von Lulu. Aber der macht eine 3er Bank wahrscheinlich jetzt, Merrick. Ah, Auch und die harte eine 3. harte Ja, 3. das. Ja, der einen hätte er, glaube ich, einfach 5 gerade fliegen müssen, ne? Also Ja. denk ich schon. Ah, der passt aber noch knapp. Das war nur minimal. Aber weil das ist jetzt, ja, wenn jetzt, wenn Lulu jetzt die harte 1 macht, dann hat er halt den im Nacken. Also in der Seite. Und das ist, einen sollte er, hätte er eigentlich so ähnlich machen müssen wie bei jetzt unten mit Cass und, also wie Kevin das mit Cass und Kevin Wexler gemacht hat. Ja, Marek bereitet sich jetzt schon mal vor, nimmt das Lock, legt es auf Lulu. Ja, genau, darauf wollte ich noch eingehen. Der hat ja Optics, Heroic und Enduring. Das halt, was natürlich geil ist für Salvage, dass du erst die Crits cancelst und überhaupt, also grundsätzlich halt auch. Ja, okay. Da spielt natürlich jetzt Andreas in die Karten. Aber war auch, also. Ich glaube, wenn Andreas das optimale Manöver, die optimalen Manöver gemacht hätte, wäre das jetzt, was Kevin gemacht hat, das ist auch im Gegenzug das Optimale, weil dann hätte Andreas ihn eigentlich mit 2 Schiffen gedeckt. So, von daher war es schon okay. Jetzt in dem Fall, ja. Ist es natürlich nicht so. Aber steht ja auch ganz gut. Naja, auf jeden Fall, genau. Und Ello dreht rein. Komm, Ello stellt Ello sich. dreht rein, Ello ja. sagt, hey. Der steht ja aber, der ist ja schon weit genug drüben. Das ist Ja, eigentlich, das ist das in ist auf jeden Ordnung. Fall tödlich. Genau, worauf ich hinaus wollte, war eben Enduring, super Sache. Gegen Merrick natürlich noch geiler. Falls Ja. er mal von Merrick auf die Klappe, auf die Schnauze kriegt. Ja. Bei Optics würde ich ganz klar sagen, das ist kein, also ist verschwendet. Also bei 3 Würfeln ist es rechnerisch einfach. Also ich habe auch ja eine Zeit lang, als es dann wieder, als dann 5 A-Wings oder überhaupt A-Wings bei Resistance wieder ging und Lulu dann
Ich glaube, es war dann der erste, der auf 4 Punkte runtergegangen ist oder so. Da hat sich schnell irgendwie rauskristallisiert, dass bei 3 roten Würfeln du die Optics einfach nicht brauchst. Also in den allermeisten Fällen, weil du meistens irgendwie einen Fokus würfelst. Naja. Wer schießt denn da? Hallo, hallo, wer Also es schießt denn schießt, da? Juno Das ist schießt auf Nimi. Nimi und macht 2 Schaden. Oh, auch Crit. Gut, ist jetzt wurscht, aber auch nicht relevant. Er hat Crit gewürfelt. Was soll man machen? When in doubt, luck out. Das ist jetzt Elo. Ist jetzt Ello in Juno. Ello, ja, Ello in Juno für 2. Nee. Ello, Entschuldigung. Er hat 4 rote Würfel. Warum ist das 4? 3 rote Würfel. Ach nee, das ist Lulu. Ah, Deswegen er hat Lulu den nach grünen. hinten. Das ist genau, weil er hat M9G8. Ach stimmt, das haben wir genau. vergessen zu sagen. Ello hat Genau. am Anfang hier das rote Lock neben, das linke große Lock neben Lulu ist das M9G8 Lock. Genau. So. Es ist nicht Range 1, es ist. Es sind. Jetzt hast du mich unterbrochen. Warte mal, ich muss hier mal Sachen runterklicken. Das war. Also, Juno schon Grid kassiert. ich meine, dass Juno jetzt gerade Schilde und einen Crit kassiert hat. Warte, um die Welt gewürfelt. Genau, aber er hat ja davor schon von Lulu aufs Maul bekommen. Ja. Und da die Schablone liegt da, um zu gucken, ob es Range 1 ist. Das ist Reichweite 1. Das ist definitiv Reichweite 1. Was ist denn das für eine dicke Schablone eigentlich? Eine geile gelbe. Ist das nicht StoreKit 2016 oder sowas? Ja. Die habe ich auch. 18. Hey. Geil. Boah, ey, geil, ey. Ey, ganz Niga. ehrlich, ne? Für So. Acryl und Würfel tue ich einfach alles. Hat würfelt Hit Fokus Fokus, hat natürlich 2 Force. Kann die ausgeben, macht's auch. Macht er auch. Puh. Geht jetzt hier Ah, auf macht sie oder er? Genau, Temmen. siehst Ja, du das wissen wir gerade? jetzt noch nicht so genau. 2 Evades, ein Evades. Schaden. Alles richtig gemacht mit der Zielerfassung. Hihihi. Ein Schaden auf Snap. Auf Kevin Wexley. Das werden wir etablieren. So, dann Target Lock gibt er aus. Also, das ist der Range-1-Schuss von Temmen in. Ei. Eieieiei. Hit, Hit, Crit. Ich dachte, Hat das ein wäre alles Evade. 2 Evades. Ein Crit. Geht durch. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das unten Seven Sister und oben Fifth Brother ist. genau, Kevin, falls du das weißt. Oder Andreas, vielleicht schaut Andreas auch zu. Korrigiert uns gerne. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Sieht so aus, ne? Ja, ich denke auch. Auch von den Namen her und so. Cass guckt nach. Die ganze Zeit. Das habe ich eben auch schon gesehen. Cass hat nichts, ne? Das raus? Sah so aus. Okay. Hat nichts. Dann haben die anderen Dann auch ist. alle nichts. Dann war das das. So, Kevin sagt, er ist sich nicht sicher. Es kriegen auf jeden Fall beide einen Szenariopunkt aus der Mitte über Change Engagement. Changing Gates sind. Also nochmal für alle, es das heißt Chance Engagement. Oder auf Deutsch, Zufällige nee, nee, Schlägerei. nee, Nee. nee. Ah, wer es weiß, haut's in die Kommentare oder in den Oder Chat. behalte es für euch. Oder X-Wing-Szenarios. Naja, auf jeden Fall, Steht jetzt jetzt 1-1 ist mal die Frage. und. Snap hat Nee, Pattern. Quatsch, Das Quatsch, warte mal. Es steht 3-1, weil Zufällige ist Aufeinandertreffen. Juno schon halbiert ist. Gelegenheitsgefecht. Ja, sehr gut. Danke, Eli. Gelegenheitsgefecht. Ja, das ist richtig. Gelegenheitsgefecht. Ja, Ja, ey, habt ihr gerade. Nö, ist eigentlich eine gute Gelegenheit. Hab gerade nichts vor. Sportschau kommt auch erst später. Weil wir ja Gelegenheitsgefecht spielen, gibt es auch Gibt's halbe halbe Punkte Punkte für Juno. für Kevin Juno liegt nur. vorne 3-1. Was macht er jetzt? 1er Bank mit Cash, 4K mit Snap. Ja. 1er Bank mit Elo. Zwei gerade oder drei gerade mit Nimi, um so ein bisschen, falls die Second Sister oder ja, falls Seven Sister Gas gibt. Und Lulu, würde ich sagen, hatte zwei, um dann auf Schwester Eva unten links und rechts zu gehen. Warum? Ja, das ist das Problem. Das Problem ist, wenn er mit Ello jetzt eine 1er Bank fliegt, dann kriegt er von 4 Schiffen aufs Maul. Ja, Warum true. nicht mit Ello einfach hier geradeaus und erstmal weg da? Wäre natürlich auch saugeil. Also mit Lulu wird er ja Ja, das Ding ist. HD2 links oder rechts, geht beides, glaube ich, irgendwie.
Ich würde es nach links machen, Ich weil würde es da auch hast du nach die links Möglichkeit machen. auf die Schwester. Ja, würde ich auch machen. Ich würde mit Cass wahrscheinlich wirklich Zweierbank Einserbank. oder Einserbank und einfach da Einserbank, da stehen. hast du nächste Runde wieder die Einserbank und so kannst du halt dann irgendwie. Ne, das ist jetzt halt. Du hast jetzt eigentlich Dreierbank, Boost, Fokus mit Snap wäre auch nicht schlecht, weil jetzt, ne, wenn du jetzt Elo reinstellst, willst du halt auch im Gegenzug was kriegen, so. Und wenn du eigentlich, wenn du dich gut stellst, hast du die Chance dafür, Juno zu kriegen. So, ist rechnerisch auch schon mal okay, der Trade. Elo ist noch voll, hat Heroic. Ist jetzt auch nicht so sicher, dass der stirbt. Ja. Ne, und so hast du dann zwei, auf jeden Fall, ne, ich meine, Cass ist immer gut, hat irgendwie ja gegen alle noch zusätzliche Würfe gerade. Ja. Snap, wenn der einen K-Turn macht, dann ist er halt auch irgendwie so ein bisschen raus. Ne? Fliegt er halt, okay, fliegt er halt der Schwester hinterher, die halt jede Runde Fokus, also jede Runde einfach ein Gewehr nimmt. Aber So. guck mal, weißt du was ich jetzt machen würde als Aileron-Spieler hier? Den Einser Bank Aileron nach links, also in die Mitte, und dann eine 3 drüber brettern. Dann stehst du da nämlich richtig geil im Weg. Mit Juno würde ich dann irgendwas Schnelles fliegen, weil Juno eh schon aber nur noch auf 2 Hitpoints ist. Und Juno könnte eventuell nochmal irgendwie so einen Killshot auf Lulo legen oder zumindest irgendwie nochmal ein bisschen Schaden machen. Wenn du zuerst bist, dann bombst du einfach in Elo. Genau. Das ist halt das Ding. Und dann könntest du mit Visier richtig drinstehen. Super nerven, hättest auch in den Runden danach die Möglichkeit zu jammen, weil du dann schön dicht dran bist, wenn du es irgendwie hinkriegst. Und die anderen beiden können dann da entspannt hinterher, ja, Cruisen. cruisen mehr oder weniger, genau, auch mit Dreier Bank und Boost oder sowas. Entspannt cruisen mit einer Dreierbank. Dreier Bank, ja, Hey, lass doch mal so eine chillige Dreierbank fliegen. hui! Ja, Kevin schreibt gerade, er hat übrigens die Karte von Kazuda nicht repariert, da er sonst den Disarm-Token nach dem Slam nicht ablegen kann. Da muss man ja eine Karte umdrehen. Ja, okay, ja. Ja, Auch, gute Erklärung, genau, ja. das hatte ich auch schon mal von gehört. Also, was heißt von gehört? Aber ja, das sozusagen ist so ein bisschen die zwei Herangehensweisen. Willst du ihn halt irgendwie, ne, jetzt ist ja eher so ein bisschen aufgebrochen alles. Wenn du den im Jaws-Block spielst, glaube ich, ist es auch nicht schlecht, die Karte einfach wegzulegen, weil dann Ja. fliegst du halt langsam, nimmst Fokus und schießt halt. Und jetzt so ist er natürlich schneller. Weil jetzt kann er auch so eine 3-Grade-Dreier-Bank oder sowas. Weil wenn nämlich dann Andreas rechts rum, also sozusagen Juno hinterherfliegt, Ja. dann hat er auf einmal Käse im Nacken, ist auch irgendwie geht so. Weil dann kommt der halt die ganze Zeit von hinten und macht dann da seine 1er Banks, 1 gerade, Fokus, Bom, Bom. Ja. Das kann auch klüdern. Klüdern. So, jetzt ist Das genau das klüdert Ding, da genau steht er so. im 2 Weg. gerade. 2 Grade fertig, hat einfach Oder? den Winkel ab. Ja, genau. Einfach den Winkel abgedeckt. Ich hätte ja an der Stelle auch noch mal so diesen kleinen Tipp, gerade wenn man Chance spielt, dass man einfach noch mal guckt, dass man sich irgendwo eine optische Linie hinlegt, dass man weiß, wo Range 2 vom Center Objective ist. Dass man weiß, zur Not stellt man ein Schiff irgendwie genau an die Kante von dem Felsen. Wenn man weiß, dann ist man auch drin, dann kann man sich mit allem anderen so ein bisschen Ah, macht er ausholen. jetzt den Das. Boost mit Nimi auf jeden Fall schon mal? Ah, guck mal hier, da hätte ich auf jeden Fall den Bankboost in die Mitte gemacht. Ja, Andreas will einfach jetzt erstmal Platz schaffen. Ja, verstehe ich. Ist auch Aber man schafft ja auch Platz, wenn man sich dem Gegner in den Weg stellt. Konfuzius. Teil 3. 482 vor Christus. Ja gut, jetzt könnte er sloopen. Hatte ich auch gerade schon gedacht, aber das Ist ein bisschen glaube ich nicht so. kurz, glaube Also ich. ich glaube, wenn er jetzt, also wenn er die Bank links gemacht hätte, okay, dann gehst du rein und kämpfst irgendwie Nahkampf so. Jetzt glaube ich, wird er gerade ausfliegen. Okay, das verstehe ich. Oh. Da hat er wohl was falsch. Hat er Why? anders gedacht. Why? Warum? Vielleicht dachte er, er kommt weiter. Wahrscheinlich. Aber Ja. ja, auch manchmal verpflichtet man sich ein bisschen. Ja, aber da, also. Ja, ich meine, also auf der anderen Seite, mein Gott, dann nimmst du jetzt eventuell einen Schaden, hast aber den Platz gemacht, du hast den Koordinat rausgehauen, und du hast jetzt irgendwie nach vorne deine 3 roten Würfel, wenn da sich irgendjemand in den Weg stellt. So schlecht ist das jetzt nicht. Ja. Stimmt auch. Na, also wenn jetzt Ello langsam fliegen würde oder sollte, dann hast du das immer Gut, ich noch, meine, du kriegt hast auch immer keinen noch Pelp Schaden, kriegst einen Stress, genau, hast immer noch und Pelp. hat keinen Schaden. Ah ja.
Aber ja, Illy sagt auch, ja, meine Idee sei besser gewesen. Ich habe das Ding ja auch schon ein, zwei Mal gespielt. Schleimer. Ja, ist okay. Aber ja, ich glaube auch, dass das tatsächlich ein ziemlich geiles Manöver gewesen wäre. Da kommt, wie von dir angedroht, der K-Turn. Dreht, ja, ich wollte gerade sagen, vier Hey, geradeaus wäre der komisch. Killturn. Ja, gut, er geht jetzt halt, ne? Er geht halt echt auf den, auf die Schwester oder den Bruder, je nachdem. Ist halt auch, also, ist ja auch okay. Ich habe, also, ich habe in der ersten Runde gegen Volker gespielt, der hatte auch hier Inquisitoren und so eine Scheiße. Also, das war ganz traumatisch. Weil manchmal hast du das einfach. War das nicht das, was wir im ersten Spiel gesehen haben? Die Liste? Ne, im zweiten. Pacifier Volker. Ja, auf jeden, Das genau. ist die Liste. Ist im anderen Spiel. Ist auf YouTube. Nee, nicht gegen mich. Ah, Nee, okay, ah, aber guck die mal, er Liste. Die geht Liste. insgesamt jetzt. Er schnappt sich jetzt die Schwester. Oder den Bruder, je nachdem. Nice. Ah, riesige Killbox, ne? Das jetzt hier, da ist hier Kevin, der Kissentischler. Das auch. Ah, damit habe Ist ich jetzt halt nicht, so ein bisschen, damit habe ich nicht gerechnet, er ist ehrlich ein gesagt. bisschen out of position mit allem dann. Also Ja, da genau. jetzt wieder dann, weil er kann mit Nimi nächste Runde auch nicht richtig in die, kommt auch nicht in die Mitte. Können die Also wenn er Dinger jetzt voll Pech hat so und er fliegt Elo rein und der wird boosten? zersägt. Die V1? Was denn? Können die boosten? Passt der Boost nach rechts? Glaube, der musste fast rollen nach links und nach vorne. Da kommst du Dann. unter Umständen raus. Bist vielleicht aus 1 von Cass. Bist aus dem Bullseye, vor allem für den R6D8 Reroll von Nimi. Ja. Also, ja, ich wünschte das nicht. Ja, ich würde so gerne nach rechts boosten. Ah, ja. Aber Scheiße. muss ich auch sagen, hätte ich nicht mit gerechnet, da, also Da der hätte K-Turn, Andreas jetzt ja. entschlossener sein müssen. Er hätte die 5 machen müssen. Fünf wäre geil gewesen, ja. 5 wäre halt die Antwort. Immer. Das wäre natürlich, ey, also. Deswegen spielen wir Need for Speed, Deswegen spielen wir, ja, echt, ey. damit du die fünf Hat, der geradeaus hat auch es mal nicht gecheckt, benutzt. Hat Andreas. er einfach nicht Er hat nochmal es ins einfach Regelheft nicht geguckt. gepeilt. Naja. Ja, was machst du jetzt? Oh, das wäre, ich weiß, dann hätte er richtig gesagt, hier, Edge Kevin ausgetanzt auf dem Bierdeckel, Alter. Ja, vor allem jetzt, er muss eigentlich die Barrel Roll machen, weil er auch Brilliant Evasion hat. Das Stimmt. ist, also es gibt so viele Gründe dafür, jetzt diese Barrel Roll zu machen. Du hast nämlich Ja, diesen, du hast das. das Bullseye nicht mehr. Der Dings fliegt vielleicht an dir vorbei. Nimi fliegt an dir vorbei. Wenn Nimi jetzt irgendwie, wenn du jetzt eine Barrel Roll machst und Nimi fliegt zwei geradeaus. Ja, dann fliegt Nimi an dir vorbei, dann hast du vielleicht Glück, du bist vielleicht raus aus Range 1 von Cass. Ja, schwierig, aber vielleicht so. Doch, doch, sicher. Ja, doch. Dann fast sogar. Fast sogar raus aus Range 3 von Temmin, oder? Ich sehe jetzt das nicht. Nimm mal den Arm weg. Das sehen wir nicht. Nimm mal den Arm weg. Hey. Na, Nee, oh, das ist aber das im ist doch. Bullseye. Das ist egal. Aber ist egal, ja, stimmt. Ah, okay, na, brilliant, ne? Aber sonst. Ja, natürlich den Fokus. Hey. Er war Da kommt nicht man geschlossen. ins Schwitzen bei solchen Situationen. Da denkt man sich immer so, ah, habe ich nicht doch was anderes eingestellt? Er Vielleicht hätte halt eventuell. auch, er hätte auch noch, ich hätte erst noch über die HT1 nach rechts nachgedacht, um den K-Turn zu blocken. Aber er hätte auch einfach, also der K-Turn war ja das offensichtlichste, safeste Manöver eigentlich. Und da hätte er auch, weiß nicht, harte 3 nach rechts, da hätte er nämlich jetzt rausboosten können, das wäre halt auch Killer. Ja. Ja, da muss er nach links rollen wahrscheinlich, um nicht in den Stein zu donnern. Ach, oder er schießt einfach eine Homing und dann ist so eine harte 1. Aber dann hat er eins Boost. Ja gut, okay, stimmt. Kevin muss ja tatsächlich dann Dann ist das der Bruder, wir lagen richtig. um diesen darum fliegen. Also das da unten ist Seven Sister, das da oben ist der Bruder. Die haben trotzdem beide schon mal einen Schaden bekommen. Der eine vom Bump, der andere vom Schuss. Also passt das Overlay. Ich habe auch, Illy, ich habe auch schon Cass schon angepasst, danke. Ah, Weil nice. Ah, das ist geiles ein, Manöver. ja genau das. Das ist Wie genau du das, was ich sagtest. meinte. Ja. Visier ist er noch drin, wa? Bei Visier ist er noch drin und da will er auf jeden Fall raus. Das könnte sogar Range 1 sein. Ja, geil. Hat jetzt noch die Obstruction gegen Merrick. Ja. Auch okay. Ja, nice. Das war doch clever. Ja, alles andere wäre, glaube ich, Boah, selbst vor allem gemacht jetzt mit gewesen. dem, mit der Fassung nach links von der Schwester, wenn Kevin jetzt die harte 1 oder die harte 2 nach links macht, ist eigentlich. Ah, er macht einen Bank. Ah, er macht die Bank, um eventuell nach hinten noch zu bedrohen. Ja, wäre der Und macht Turn dann natürlich jetzt. geiler gewesen, weil dann hätte er sogar fast jetzt noch mit Fokus oder mit Boost Rotate noch einen Schuss
noch einen vierten Schuss auf die Schwester haben können. Das verstehe ich jetzt nicht, dann sollte er zumindest schon mal drehen. Okay, nee, er kann, dann kann er nächste Runde AT1 Focus Rotate machen. Ja. Auch okay. So, wie offensiv bist du da jetzt? Das ist doch jetzt die Frage. Sieht irgendwie nach 2 gerade aus. Was? Wer denn? Merrick? Jetzt ist Juno drin. Ah, 2. 2. Bank H hat vielleicht mit der harten 2 nach rechts gerechnet. Der Call ist ja quasi, der Call wäre gewesen, hey Juno, nee Quatsch, doch Juno fliegt 5 gerade und Kevin dreht nach rechts ab, um nach hinten zu schießen und ich glaube, das ist, die haben sich gegenseitig jeweils das nicht gemacht. Weißt du, wenn jetzt Lulu jetzt nach rechts, gedreht wäre und Juno wäre eine 5 geflogen, dann wären das jetzt die beiden, die Calls jeweils für die anderen gewesen. Also Kevin hat mit der 5 gerade gerechnet? Ah ja, ja, okay. Genau. Ach ja, ach, stimmt. Juno war ja noch nicht geflogen, logisch. Genau. Ich hatte irgendwie, glaube ich, gerade gedacht, dass Juno eigentlich schon dran war. Ja. Da waren sie beide schlauer als der andere. Ja, richtig geil. Beides sieht so auf den ersten Blick aus wie voll dumme Manöver. So. Oder nicht voll dumme Manöver, aber so einfach, ja, irgendwie so, hä, was? Ja. Aber eigentlich voll clever. Total. Was jetzt wiederum nicht so geil ist, ist, dass Juno jetzt im Weg von Visier steht, der sich vielleicht entstressen wollen möchte. Ja, sonst steht er da ein. Hast du deine 3 Würfel und die stehen einfach rum. Können hier eine 3 gerade fliegen? Ja, aber dann bammt er doch da und dann landet er vielleicht auf dem Felsen. Er muss an eine Bank fliegen und dann steht er da irgendwie. Oder er macht sogar nächste Runde, also 1er Bank nach links. Steht halt vorm Schrott so, dann donnert er da einmal rüber und dann. Das heißt ja. Ja, aber dann ist er nur noch gestresst. Die 1er Bank ist ja nicht blau. Natürlich. Nee, der kann sich ja nur gerade entstressen. Der hat 1, 2 und 3. 1er Bank auch. Das ist kein Hawk. Kein Latt. Brauchst gar nicht jetzt bei deinem Fancy hier. Ich hab Willst das mich verarschen? Nein, ich kenne doch die Antworten. Naja. Seit wann das denn? Ich das ist neu. Schon ich nehme zurück, dass ich dieses Ding schon mal gespielt habe. So, 3 Fokus. Wer schießt da auf wen? Sorry, ich habe nicht aufgepasst. Da gibt jemand den Fokus aus. Ah ja, das ist Marek auf Elo, Range 3 Obstructed. Oh, hat der das Lock und den Fokus hergegeben? Den Lock hat er, das Lock hat er sich gerade umgelegt. Das Lock war auf Lulu, hat er gerade umgelegt auf Elo. Ist 1 gerade ausgeflogen? Aber wo hat der den Fokus denn her? Ach, den hat er mit dem Visier, mit Aileron koordiniert. Ja. Nice. Ein Evade, 2 Schilde. 2 Schilde auf Elo, 1, 2. Ist natürlich geil jetzt, dass der Bruder die Rakete auf... Ach so, und der hat Crackshot benutzt. Ah. Ich wollte gerade sagen, der hat dort einen Evade gewürfelt, aber der hat Crackshot benutzt. Aber bei Kevin hat nur 2 Schilde gedreht. Genau, er hat dabei 2 Evades gewürfelt. Ach, ein, okay. Eigentlich Crackshot. Ach, jetzt check ich. Lulu? M9G8 Reroll vom Tisch. Nee, Moment, das ist nicht Lulu. Nee. Ach, das war... Ach, das da hinten, ja. Wow. Wo fliegen die denn hier rum? Sie macht... Kriegt einen Schaden. Kriegt wieder einen. Halbe Schwester. Halbe Schwester. Gar nicht so schlechte Ausbeute dahin mit Temmen. Ja, auf jeden Fall. Muss man mal sagen, ne? Hat er sich gut rausgewürfelt. Ja, vor allem, der hat doch Pattern Analyzer. Er hat Lock genommen. Hat er den Lock genommen, ja. Der hat das Lock ja, okay, jetzt wollte ich gerade. Dann Hit Crit von Cass, gibt den Fokus aus. Ja, das ist der Fokus. Hat den Fokus noch liegen? Müsste eine Force haben? Ah, genau, hat eine Force mit Brilliant ausgewiesen. Ja. Gegeben. Gut, kommt auch gleich hier raus eigentlich. Müsste jetzt dann Force Depleted sein, weil er in der letzten Runde auch schon 2 ausgegeben hat. Ja, genau. Angriff. Ich habe nur gerade gedacht, theoretisch wäre es jetzt, glaube ich, in dem Fall würde ich, wenn du gleich gegen Nimi auch wieder. Okay, er will vielleicht den Fokus offensiv haben. Aber rechnerisch ist es natürlich besser, dass du jetzt erst den Fokus ausgibst, um unter Umständen die Macht nicht ausgeben zu müssen. Das ist jetzt, glaube ich, Schwester auf Nimi, ne? Ja, hat er. Da würfelt er sich auch wieder raus. Ah, ne, warte mal, er hat ein Dings. Er hat ein Schild gedreht. Auf wem? Das hat jetzt nicht so viel Sinn. Nimi hat 3 Schilde weg. 3 Schilde weg, ja. Ah, nee, er hat keine Macht auf Schwester. Nee. Weiß ich auch nicht. Weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich haben wir, ich glaube, dass wir da irgendwas vercheckt haben. Das macht nichts. Ja. Die sind aber auch schnell, die beiden. Jetzt kommt doch eigentlich die Homing. Das müsste jetzt die Homing sein.
Homing Fifth Brother auf Ello. Nee, nee, auf. Ja, das Ach Lock so, nee, Quatsch, auf auf Cass. Cass, genau, stimmt. Er hat das Lock vorher, genau, stimmt. Ist natürlich jetzt, da steht er echt nicht geil, weil er kann natürlich jetzt überhaupt nicht so follow-uppen. Nimmt sich einen Hit und kriegt einen Kit. Ein Crit Genau. sieht aus wie Disable Power Regulator. Echt? Ah, das ist natürlich geil, wenn er die nächste Runde machen muss. Hat jetzt schon engaged. Jonas, was du gerade guckst, hat ganz nah an den. Was Hey. gibt's denn noch? Das müsste Disable Power Regulator. Das sieht schon so da aus. Oder das ist Oder Damage Sense? Damage Sensor Array ist da Nee, auch dafür immer. ist das dritte Wort zu lang. Aber da ist doch ein. Nee, nee, das Ja, ist okay. nicht. Ist auch wieder So, nicht aufgekommen. Da, du musst Nimi hier. wahrscheinlich. Ah, nee, ach, guck mal, Nimi kriegt einen Reroll von Temmins Bullseye. Und Ja, gibt Fokus aus. für nix. Wie viele Augen hat er gewürfelt? Drei. Dann war das direkt genau richtige Entscheidung, das Ja. erst mit der Macht zu machen, jetzt mit dem Fokus. Die Würfel lügen nicht. Die Würfel haben immer recht. Alle. Andreas, ich habe nichts gesagt. Ist furchtbar. Leute. So, das war jetzt alles sehr, sehr schnell. Ich habe, weil ich immer noch auf dem Laptop bin. Ja, ekelhaft. Also nicht jetzt an sich, sondern so richtig. Stay Stay hydrated, hydro-homing. hydrated. Ich trinke immer so ekelhaft aus dem Glas. Ja, ekelhaft. Und dann gibt's, ja, genau, setz dein Schiff mal da drauf Lass jetzt wieder. mal rauf da, sonst gibt es Na? hier eine Pack-Violation her. Ich rufe direkt an. Und dann sind wir eigentlich schon durch. Und dann kriegen beide nochmal einen Punkt. Zack. Und zack. Und dann gehen wir mit einem 6 zu 4 in Runde 3. Joa. Harte 3, Juno harte 3, Target Lock Boost. Warte, warte, warte. Juno harte 3, Target Lock Boost. Okay. Visier 1er Bank, vielleicht sogar Coordinate auf Juno für den Fokus. Weil, also, Lulu wird hier reindrehen, um die Schwester zu finishen. Wobei die Schwester, wenn sie nicht clever ist, 5 Grad. Ah, ne, ist gestresst. Shit. Ah. Ist auch wieder blöd. Ne, dass er halt jetzt, wenn Kevin jetzt auf die Schwester geht, dass er halt dann wieder was hat, um sie zu punishen. Ja. Wissen wir, was der Crit auf Juno ist? Oder hat er das vielleicht, den Der repariert? hat letzte Runde keine Aktion gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass er den Crit Wahrscheinlich, ne? repariert hat, ja. Und der Marker ist auch weg. Er hatte auch vorbildlich einen Genau. Marker Ja, eben hingelegt. genau, das hatte ich noch im Kopf, aber vielleicht liegt er auch hinterm Schiff. Das könnte sein, das wissen wir jetzt gerade nicht. Warte. Nee, ich habe nochmal geguckt, aber da ist keiner. Ist nichts zu sehen. So, warte mal, wer fliegt denn da zuerst? Cass und Temmin fliegen gleichzeitig. Das heißt, mit Temmin entstresst du dich einfach mit einem geraden Manöver. Und Cass fliegt da um die Ecke. Ich glaube. Ah nee, warte mal, Cass muss hier. Ist jetzt Cass schon ionisiert? Nee, der hatte. Er hatte vorher engaged. Hatte vorher. Na Also kann gut. ich jetzt eigentlich wieder die harte 1 machen? Ich glaube, Stimmt, Nimi. stimmt. Überleg halt, eigentlich wäre mit Snap halt geil, 3 Grade Boost Fokus zu nehmen oder Boost Target Lock, je nachdem. Nimi ist halt ein bisschen im Weg. Ich glaube auch mit einem K-Turn. Und Cass kann natürlich gut die harte 1 machen einfach. Das Problem ist, wenn Cass jetzt quasi nach rechts fliegen würde, also Bild rechts, Kann der dann nächste fliegt Runde er, keinen Turn dann kann machen. er nächste Runde keinen Turn machen und fliegt in die Arme von den beiden da oben in der Mitte, die ja so ein bisschen rumlauern hinterm Felsen. Lauern. Das ist so das Ding. Ja, Visier 1er Bank. Steht dann auch wieder. Steht Gefällt mir nicht gut. irgendwie Steht scheiße. das Ich wäre, irgendwie. glaube ich, besser gewesen, einmal außenrum zu fliegen. Ja, entweder einfach gerade und außen rum oder halt voll rein da. Weil jetzt du hast halt irgendwie 2 Runden lang bis jetzt mit deiner 3-Punkte-Kanone Visier nicht geschossen. Ah, was wir vergessen haben, der hat ja auch noch Pelp an Bord. Defensive Geschichten da. Das haben wir vielleicht eben gerade übersehen bei den ganzen Schüssen. Dass Pelp ja auch immer noch dabei ist. Stimmt. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm gerade, dass der wahrscheinlich da auch irgendwo noch irgendein Evade gedreht Ja. hat oder so. Da ist es natürlich immer super gut, wenn man dann die Machttoken auf dem Tisch hat. Das Das macht es stimmt. immer leichter. Ja. Für den Gegner vor allem, nicht für uns. Wir sind nicht wichtig. Das stimmt. Hm.
Clueless about to face 2 to 3 shots potentially this turn. Yep. HD2 nach links, Fokus Boost. Ja, oder nee, eigentlich nur den Rotate Boost. Nee, Rotate Fokus. Focus Rotate. Fokus Rotate und dann. Kannst du eine 3 machen, also eigentlich, wenn überhaupt 2. Und gegen die Schwester hat eine Macht, da wird nicht viel kommen. Also ich glaube, Lulum ist nicht in Gefahr. Die Schwester könnte auch mit einer harten 1 einfach nach innen drehen, aber dann steht sie da richtig blöd auf dem Präsentierteller. Das ist Nee, ich glaube, die freie muss ein Bank einfach bisschen. weg da. Die ist halt gestresst. Ach ja. Ja, dann in Infight mit Lulu. Einfach nochmal gucken, was Einfach mal in passiert. den Infight gehen. 3 Grade Evade. Ja. Ich glaube fast, dass du das machst. Also 3 Grade Evade, du hast dann noch eine Perp-Macht defensiv. Also, weil wenn du da dann rauskommst, bist du erstmal raus. Also, ne? Also, dann ist er eigentlich aus dem Gröbsten. Dann ist sie nicht gestresst, kann er nächste Runde richtig Gas geben. Na, K-Turn? Da muss er Hat gucken, dass er sich keine. da nicht selber im Weg steht. Macht Na, vielleicht jetzt. macht er ja einfach nicht die 3 Grade, so wie ich mir das jetzt hier gewünscht habe mit Snap. Oh Mann, Also da der K-Turn von Nimi ist das er kann jetzt. ja auch immer noch Snap, kann ja auch 1 Grade Boost rechts Fokus. Ist auch immer gut, falls sie reinzieht. Er möglichst sich dann auch einfach nächste Runde reinzuziehen. Weil jetzt mit Snap, sag ich mal, dahin zu fliegen, wo er macht die 3 Grade, um sich zu entstressen und bumpt dann einfach. Ja, das war ja. Mir ist egal. Ne. Das passt? Junge. Nee. Ey, Ja, wir haben gar nichts gut. gesagt. Toll. Ganz stark. Okay, ich nehme alles Ey. zurück, was ich gesagt habe. Andreas, der Zerstörer, Mann. Träumchen. Digga. Das habe ich aber nicht gesagt. Also, das Nee, sah hätte von ich hier jetzt oben auch nicht einfach gedacht. aus, als ob der da völlig da reinrammelt. Das war alles die Perspektive. Keine Ja. Chance. Das nächste Mal mit 3D-Kamera, bitte. Ey, Dass ist wir auch ein so. bisschen. Wie in Staatsfeind Nummer 1. Da gibt es sowas ganz Eigenes. Ach, egal. Echt? Bei Staatsfeind Nummer 1. Mit Will Smith. Ja. Da haben die so, weißt du, Surveillance, bla bla bla. Ja. Und dann gehen die in den Computer und machen dann, gucken dann da von so einer Kamera oben so in der Ecke und Ah, so voll so, jo, boah, genau, ja, ist klar. stimmt. Und Ja, können dann ja, die ja. ganzen Leute sehen. Naja. Aber es ist hier nicht der Staatsfeind Nummer 1, sondern nur Staatsfeind Nummer 2, Andreas. Aber schon auch schlimm. Nee, geil. Also dies, Das hätte ich jetzt, aber ja, cool, sehr gut, schön das passt gesehen, natürlich sogar, super. ja. Ja, gut, Mach die 1. da dann die vorsichtige 1. Ah, okay, nee, dann passt der Boost doch nicht. Aber ist ja auch okay, man muss ja auch nicht. So hat er nächste Runde die hatte 3. Um in die Ecke zu gehen. Oh, das. Das war zu energisch. Ja, das ist vielleicht zu inkonsequent, ne? Das ist so ein bisschen. Ah, er hätte auch eigentlich den, guck mal, die Talon mit Nimi wäre, glaube ich, besser gewesen. Talon mit Oh, Nimi. passt. Ne. Passt das? Oh. Scheiße, passt doch, Alter, wie. Scheint zu passen. Aber trotzdem, also das. Na, ja, das ist der Frustwürfel, der fliegt dann doch einfach mal Ah, gerne durch die das Gegend. kommt davon. Noch ein Schaden. Zwei Ja, okay. Schaden hat er noch einer zugelegt. Oder habe ich das falsch gesehen gerade? Dann habe ich das vielleicht falsch gesehen. Glaube ja nicht, also ich glaube nicht, dass er einen dazu gelegt hat. Aber es sah aus wie, also sah von hier aus irgendwie nett. Ja. I don't know. Ja, eigentlich hätte er mit der Talon mehr Platz schaffen müssen, hätte dann die 2 oder 3 Grade mit Snap machen können und dann wäre frei gewesen für das Manöver jetzt mit Cass. Der ja auch jetzt schon, ist ja halbiert damit, ne? Laut unserer Zeitrechnung. Cass ist sowieso schon halbiert. Also Nee, weil egal, ob er. er jetzt einen Schaden bekommen hat oder nicht. Weil er auf 3 ist. Der fängt ja mit einem an, hat 2 bekommen, ist jetzt auf 3. Ja, genau, aber wenn er einen weniger hat, dann hat er noch 4 Hölle und ist nicht halbiert. Der kriegt ja nicht. Also ich habe ihm jetzt keinen abgezogen. Also, Nee, nee, okay. der, ich habe jetzt nichts geklickt. Na, okay. Ah, Madame drückt drauf. Ja. So, aber ja, siehst du ja jetzt, da hätte er besser also folgen müssen können. Hätte eigentlich auch als Zweifel. Oh, sorry. Eieiei. Jan schläft hier gerade ein. Hätte mit Nimi auch vielleicht einfach weg, also so dieser der K-Turn bringt ihm halt irgendwie gerade echt nicht so viel. Aber andererseits steht die dann auch gut für nächste Runde, um dann da eigentlich, was rede ich denn hier für einen Schwachsinn? Naja, guck mal, du kannst jetzt dann mit beiden X-Wings dann
Ja, eben die Also Visier schnappen. im Idealfall ist die Sister jetzt tot in der Runde. Was nicht passieren wird, aber im Wollte Idealfall. gerade Und dann sagen, das kannst du ist mit ja den sehr. beiden X-Wings auf jeden Fall dann nach links fliegen, hinterher. Und du stehst dann hinter. Das verstehe ich jetzt nicht. Ach, für einen Block vielleicht? Ja. Oder dass er den Boost irgendwie verhindert? Ja, wieso wir immer Fokus Rotate? Weiß ich doch nicht. Hatte zwei Fokus Weiß ich Rotate. doch nicht, was da jetzt die Ich Gedanken sind. weiß Ich es versuche doch aber. nur die Ich kenne möglichen. doch Kevin, Ich Mann. versuche doch nur die Wege. Die Wege des X-Wings sind Ich kann doch in seinen Kopf unergründlich. gucken. Ja, gut, okay. Aber der hat so noch einen Aluhut auf. Da kommst du nicht durch. Ich Na, hab keine jedenfalls Lust. könnte er mit den beiden X-Wing dann, egal wie er Ja. jetzt so steht, in die Richtung fliegen und da steht auf jeden Fall irgendwas vom Gegner. Und mit Blick auf die Uhr, du musst einen halben Visier kriegst du auch mal relativ schnell, ne? Ja. Also das ist auch nicht so das Ding. Es ist halt alles jetzt im Gewusel, ne? Es gucken alle irgendwie in zwölf verschiedene Richtungen. Und vor allem Lulo, wenn Lulo sagt, yo, Edge, mach die harte 2 links, Fassrolle rechts, Boost. Kriegt unter Umständen sogar noch den Schuss nach hinten auf die Schwester und kriegt halt nichts Ja. im Gegenzug. Weil, gut, ich meine, Kevin ist ein halbes Schiff vorne. Kevin schreibt gerade im Chat, er wollte vielleicht aus der Reichweite von Temmen boosten. Was ja gar nicht so doof ist. Wer mit. Mit der Sester hier unten. Okay, ja gut, Ja, das das ist stimmt. ganz ordentlich. So, Ach das. so, aber was Andreas wollte, okay, ich war gerade, der ist gerade, ich habe gerade an irgendeinen von den X-Wings. Weil ich dachte gerade auch, guck mal, er hätte mit, wenn er zuerst mit Case geflogen wäre, hätte er auch noch einfach aus Snaps, hätte er rausslammen können. Dann wäre der gar nicht Snap im Weg gewesen. Ja, aber dann stehst du da Boah, irgendwie. guck dir das an. Nee, blockt ihr doch die drei? Nee, Nee, macht er das nicht. passt. Also, jetzt kann Kevin Kevin sich sich entscheiden, entscheiden, okay, okay, will will er er jetzt jetzt ballern? ballern? Na, er könnte vor allem den Arc nach hinten, er könnte auch einfach rüberboosten. Fokus Fokus, Boost Fokus, rechts. Ja, Boost logisch. rechts. Noch geiler. Ja, auf jeden. Das passt ja auf jeden Fall. Ey, ich Fokus, habe Boost überhaupt nichts rechts. gesagt. Und dann Ja, macht er. einfach da vorbei. Geil. Ja, das ist fett. Das Ich habe im ist Kopf, habe ich die vielleicht ganze Zeit mit mit der der 2 zwei gerechnet. gerechnet. Ja, ich auch. Aber wir sind ja nicht so schlau. Nee. Auf jeden Fall. Das war ja hier. Boah, nice. Ja, das ist Ja, wirklich dass geil. das so passt, ey. Geh über die Seite. Ah, geil. Das ist natürlich immer sehr befriedigend, wenn man sowas hinkriegt. Ja, da hat der Gegner jetzt aber auch voll in die Karten gespielt, ne? Und er hat sich, da war er jetzt konsequent genug und hat die 3 eingestellt und nicht die 2. Bei den anderen war er überall so ein Gefühl, so ein Ticken zu langsam. Hier war es dann eben das perfekte Manöver. Hat jetzt Range 1 mit Fokus, mit M9G8 Reroll. Ja, schon geil. Kriegt keinen einzigen Schuss. Mega nice. Ah, okay, gut, Juno könnte noch reindrehen irgendwie, aber selbe Ini. Da wird Ja, jetzt nicht viel ich passieren, muss glaube sagen, ich. diese Fassrolle von Bruno verstehe ich nicht ganz, weil er hätte einfach auch. Ne, er hat noch einen Block liegen. Aber so ein bisschen. Na, um die harte 2 zu blocken? Ja, das. Von Ello? Ui. Wo war der an der Ecke, ne? Nee, in der Mitte. Ich würde ihn jetzt erstmal wieder hinstellen. Er hat es wie eine Fassrolle angelegt, meine ich. Er hat sie eine Fassrolle angelegt. Okay. Wieder zurück. Ja, um die harte 2 zu blocken, finde ich jetzt gar nicht so doof. Ja, Um sich da. gut, aber ich meine, und dann? Ja, dann kommt Marek von dahin und macht richtig Spaß. Ja. Jetzt kann er natürlich, ey, jetzt kann er mit Elo halt auch noch den Boost Jetzt kann er machen. mit Elo den Boost machen, genau. Und blocken vielleicht. Das wäre natürlich saugeil. Das ist Ey, schön das ist geflogen. ein Virtuose. Das ist schön geflogen. Fall um. Ja, vor allem wenn. Ja, Marek ist auf jeden Fall. Also. Ich meine, es ist schneller als eine 1 geradeaus. Nee, egal wie. Also, entweder ist er vorbei oder er blockt ihn. Aber das blockt ihn. Nice, richtig geil. Super. Krass. Ich habe auch irgendwie. Ich hatte diese Talent eben noch. Also, vorher schon mal kurz einmal gedacht, aber hab nicht so richtig. Den Boost habe ich nicht gesehen. Dachte, dann guckt er vor den Stein und. Ja, auch scheiße. Ja. Und wenn der Bruder jetzt da stehen geblieben wäre, dann hätte er nicht boosten können. Ne? Obwohl. Muss ich die Fassrolle Ja, zurücklegen? Ja, doch. er kann Ja, ja die doch. Talent auch noch ein bisschen. Die Talent, bei der Talent hätte er auch sozusagen noch so nah rangekonnt, wie er geht. Und dann kannst du ja mit einem Ja. Bankboost kommst du ja immer über ein kleines Space rüber. Ja. Da geschnappt. Ja, richtig nice.
So, da blockt er das. Welche Stresstoken nicht gelegt? Den zweiten Ach so, Stresstoken von Nimi. Lulu. Nimi fehlt ein Stress. Ah, ja, stimmt. Lulu Fokus Boost. Ja, werden wir sehen. Sonst gibt es eine Abmahnung. Aber dafür, dass ihr die Token da oben so schön, die Initiative Token so schön hin und her geschoben habt, gibt es ja schon mal. Ja, eben, das ist, macht Es hebt die einiges. erste gelbe Karte auf, würde ich sagen. Ja. Hatte zwei, nicht entschlossen genug. Ah, Ja, doch. hat aber den Crit repariert, ne? Oh, Andreas, das ist doch nicht drin. Ist das drin? Stark. Macht er einfach. Lässt er sich nicht sagen. Nee, warum Muss auch? auch gar nicht boosten. Nö, Range 3 bleibt Range 3, ne? Blaukraut bleibt Blaukraut. Aber eigentlich wäre der Eigentlich Boost wäre der Boost besser. besser. Der Der Boost Boost wäre wäre nicht nicht schlecht. schlecht. Gerade Gerade unter unter Umständen. Umständen. Genau, sonst steht er wieder im Weg. Genau, Genau, weil weil er er dann dann Visier Visier und und weil, weil, nee, nee, und und so so steht steht Visier Visier nämlich nämlich nicht nicht so so in in dem dem Weg, Weg, wenn wenn er er in in einer einer Bank Bank macht. macht. Und Und warum warum ist ist der der überhaupt, überhaupt, also also der der hat hat koordiniert. koordiniert. Der Der hat hat den den Fokus Fokus auf auf Marek Marek koordiniert. koordiniert. Auf Lulu, auf Juno. Juno, korrekt. Marek ist ja da oben. Juno. Willi meint gerade, Bank Boost wäre vielleicht sogar Ja, glaube ich, zwei. wäre sogar zwei Glauben kannst du in der Kirche. Aber wenn der. Dann Stehst stehst du du halt halt auch auch voll voll. Visier Aber im wenn er Weg. Range 3 gerade so hinkriegt, Ich glaube, dann. das wäre knapp. Also Müsste man ist mal knapp. anlegen. So, Hit-Hit-Crit, das ist. Lulu, nee. Das ist. Nee, das ist Ah, das Elo. ist Range Elo. 0 Snap. Achso, stimmt. Elusive auf Merrick. Auch einfach mal machen. Was, 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 was Das war war denn der der Elo. Elo Reichweite Reichweite 0 0 auf auf Merrick? Merrick. Hast Hast du du darauf darauf geachtet, geachtet, was was da da jetzt jetzt rausgekommen rausgekommen ist? Du hast mich so verwirrt gerade, sorry. Das ist jetzt Lulu, Range 1 Lulu. Lulu, vier Augen. Oh, der Schweinepriester, ey. Bam! Die ist tot. Außer sie hüllt Nettis. Nee, eigentlich brauchst du nur Ergebnisse. Das sind Das zwei sind Blanks. zu wenig Ergebnisse. Ei. Brilliant Evasion. Bringt Ja, nichts. stimmt. Brilliant Evasion. Bringt Just nichts. add to evades. So, Seven Sister geht down. Patch, patch. Gets removed at Initiative 5. Immediately. Immediately sozusagen. Ja, Ja, toll, toll, gar gar kein kein Schuss Schuss mehr mehr mit mit Nimi Nimi jetzt. jetzt. Das ist Schlechtes eine Manöver. Negative Play Experience, nennt man das. Ey. Ich bin auch ein bisschen mehr Gegenwehr von Andreas gewünscht jetzt. Ja. Ich gehe da einfach so drauf. Das Das ist. ist Ach, Juno, das Madame, ist genau, Juno auf Lulu. Juno auf Lulu für Lulu. Hit, Hit, Crit, Crit, Crit. Crit. Bam. Aber er hat Enduring und auch Drei sowieso noch Evades. Ergebnisse. Auch zwei Ah. Evades. Einer kommt durch. Einer kommt durch auf Lulu. Okay. Ein Hit. Weil die zwei Crits hat er zuerst gedingst. Das Das würde würde mich mich nochmal nochmal interessieren. interessieren. Kevin, Kevin, hat hat sich sich Enduring Enduring gelohnt? gelohnt? Bestimmt nicht. Das, achso, das war der Reichweite 0 von Merrick auf Nichts Elo. passiert. Ist nichts passiert. Nichts Nichts passiert. passiert. Dann. War's das? Nee. Nen, Nimi hat auch keinen Schuss auf den Dings, ne? Auf dem auf Visier, oder? Visier? Glaub nicht. Also, Das dürfte das sieht ein mindestens bisschen sein. aus. Enduring hat sich nicht gelohnt. Zitat, Naja. Kevin. Oh, Ah, da, guck mal. Hey, der oh. Kollege greift ins Hey, das Spiel hat doch ein. schon Sun Tzu auch gesagt. Guck mal. Und? Ah, ist jetzt. Ey, das sind nämlich die drei Würfel, die du Ist brauchst, das um die jetzt das Spiel zu Abpappe? drehen. Eben. Das ist das, die dürfen nicht im Spiel sein. Doppelte Verneinung. So, bam. Bam. Genau das ist er. Ah, Enduring. Da geht's nämlich ab. Der Game Changer. Zwei Lässt er sich nicht sagen. Welt. Aber Andreas hat gehofft. Ja, aber das ist halt das Ding. Das sind drei rote Würfel, konstant. Die müssen einfach da aufhalten. Drei rote Würfel sind drei rote Würfel. So. So ein Zu. Das Spiel ist 3x3 Fuß und Und geht geht 115 115 Minuten. Minuten. Nee, 1 Stunde 15. Korrekt. Also. Pi mal plus minus 3. Man geht über Und den Daumen Daumen 75 75 Minuten. Minuten. Genau. Und wir gehen in Runde 4 Wir und gehen in Runde 4. kriegen beide noch einen Bisschen. Punkt. Und dann steht es 9 zu 5, weil die Second Sister abgeräumt, So, Seventh wie kommt Sister denn abgeräumt Andreas hat, jetzt hier wieder rein? indem er die drei roten Würfel von Visier benutzt.
Dem Visier muss jetzt einfach ja, das ist das Der Ding, kann jetzt er ist ja er wieder nicht. Er kann gestresst. keiner. Oh, Das, dieses der, gestresste ich Auto weiß auch immer, nicht, ey. ob das so gut gewesen wäre. Jetzt da die harte 2 links rein, aber andererseits, wenn Visier da schlecht so drin steht, im Feuer von 2 X-Wings, ist der auch mal schnell halb weg. Genau, aber jetzt irgendwie. Also das Ding ist, wenn er jetzt mit Visier eine 1er Bank nach links macht, Juno koordiniert, was irgendwie das Offensichtlichste wäre, hat er auf jeden Fall 2 X-Wings in der Flanke. Und dann gibt er den auch halb. Halt, gib ihm halb ab. Das ist scheiße. Aber er wird eine Einserbank fliegen. So, und dann ist vor allem Juno, damit Juno jetzt Punkte holen kann, muss sie auch irgendwie, naja, dann machst, was machst du denn dann? Eine Dreierbank, um dann über die Einserbank drüber zu kommen. Dann steht hier auch in richtig, also steht sie auch echt, so geht so. Also, Ja. ne? Zu den X-Wings. Ja. Ja, und Naja, die X-Wings Snap, müssen. aha, guck mal, was gut ist, Snap ist ionisiert. Nee, Das nee, heißt, nee, der Bruder, Cass ist ionisiert. meine ich, Entschuldigung. Das heißt, der Bruder dreht einfach rechts hart rein und drückt ihm noch eine Homing rein. Oder vielleicht sogar ein Reichweite-Einschuss. Ja. Da muss er jetzt voll drauf gehen, ne? Also da muss er jetzt einfach hinterher. Vielleicht mit Marek auch noch drauf und 5 Grad fliegen oder so. Oder Ja, weil Merrick sich jetzt. Marek Dreierbank und dann Boost Richtung Mitte. Merrick kann nicht boosten. Ah, stimmt. Scheiße. Also Ist dann nicht. tatsächlich wieder wahrscheinlich 4 Grade. Dann 4 Grad, ja. Und einfach das Lock auf. Dann hat er Casio. Ello. Warte mal, guck mal. Ah, jetzt hat er sogar den Stress unten hingelegt. Da ist der Stress richtig. Bei Ello fehlt er noch. Ello hat keinen Stress. Ach, stimmt. Die sind ja Der macht weiß, die das ja Dinger, weiß, die aber Dings. Nimi müsste einen Aber. haben. Nimi hat einen Caterman gemacht. Ja, aber das checken die. Nee, der ist doch gerade schon eins nach vorne, eins gerade ausgeflogen. Der ist schon in Stress. Nein. Ach so, Nimi ist blau. Nimi Stimmt. ist doch. Nimi Ist ist doch gerade der. gedreht. Ja, sorry. Jetzt habe ich mich selber verwirrt. Ja. Da helfen wir gut mit. Ja, gut, guck mal, warte mal. Was ist denn angeditscht? Cass ist angeditscht, kannst du ignorieren. Nimi noch einen Schaden, dann hast du schon mal 2 Punkte. Lulu einen Schaden, hast du Ja, nochmal okay. 2 Punkte, dann bist du schon, dann hast du, du musst Lulu einen Schaden machen und Nimi einen Schaden, dann ist es schon wieder Ausgleich. Ohne halt einen halben Visier abzugeben. Ohne einen halben Visier abzugeben, Fifth Brother wird diese Runde, wenn er es gut macht, keinen Schuss kriegen von Cass. Ja. Ello könnte wieder Talon rollen, Boah. aber würde wahrscheinlich nicht machen, sondern einfach harte 2 und dann hinterher. Na, eigentlich, guck mal, wenn du mal machst die Flügel zu, Talon Roll links, Fassrolle, dann wieder links, dann ist der genaue Verfolgungskurs auch bei Merrick. Ja. Aber eigentlich kannst du jetzt auch einfach eine harte 2 machen Genau. und Dings. Da ist die Fliege wieder. Da sie fliegt. Geil. Also, eigentlich ist da besser, okay, dann jetzt zu sagen, okay, ich hole mir 2, 3 Schüsse auf Visier. Hätte ich jetzt auch gesagt. Weil Visier wird jetzt einfach eine Einserbank fliegen. Ja. Was Schnelleres macht überhaupt keinen Sinn. Juno wird wahrscheinlich wieder wahrscheinlich ein Dreierbank fliegen oder so. Obwohl. Ah, Juno ist auch nur noch auf 2. Eben, das ist halt das Ding. Also, Boah. ist halt eigentlich. Nee, aber er muss jetzt, also wenn er jetzt Nimi, er kann ja Nimi unter Umständen jetzt doll verletzen. So, ne? Dass sie irgendwie und dann ihren den Fokus ziehen. So, dann hast du die Chance. Aber ja, schwierig da jetzt was zu holen, ohne wieder was abzugeben. Ja, na gut, Visier könnte, wenn du Glück hast, hast du mit Visier eben, gibst du Visier eben nicht halb ab in Ist dir der eigentlich mal Runde. aufgefallen, dass wir 5-5, 4-4, 2 haben auf beiden Seiten? Jetzt, wo du es sagst, oh mein Gott! Ja, ist alles nur Road Luck, ey. 2-5 braucht gar kein Skill. Ich habe jetzt heute auch ganz viel im Discord gelesen, von wegen, man braucht eh nur Ini 6. Ach, das habe ich auch nicht verstanden. Also ganz ehrlich, Also dieses. ich muss sagen, an der Stelle, ich fliege eine Liste, die hat ein bisschen sehr viel Ini 3 und ein bisschen Ini 5. Und die funktioniert sehr gut. Und Ini 6 ist mir total egal. Ja, Ja. ich, ach, keine Ahnung. Also immer dieses, man muss das machen, man muss das machen. Man muss einfach gut spielen, fertig. Ja, also. So sieht es nämlich aus. Einfach mal gut spielen. Und im Zweifel ein bisschen gut würfeln. Sam hier sagt Eli 3-3, 4-4-4-5. Ja, das ist der Gurkensalat, ey, Ja, wirklich. gut, damit kannst du dich auch verpissen. Das ist richtig unangenehm, Dreimal ey. hat er, das sind 6 Schiffe, Es ne? ist so Genau, ey. unangenehm, ey.
Ah, guck mal. Ah, krass. Okay, guck mal. Ich hätte auch jetzt eine 2 oder 1 nur mit dem Dings gemacht, weil jetzt hat er mit der Bank auf jeden Fall einen Schuss auch auf Nimi. Also dann, wenn jetzt die Dreier Bank kommt, kann er Nimi auch kriegen. Ja, das sind die drei roten Würfel. Aber die gehen ja in beide Richtungen. Aber ja, das ist genau das, was ich meinte, ne? Das ist halt einfach. Jetzt tradest du Andererseits, vielleicht nicht den halben Visier und der wenn ist jetzt nicht sie. gestresst. Na, jetzt koordiniert, dann. Gut, ich meine, halben Visier, ja. Okay, Snap kommt ja auch noch, aber. Jetzt ist die andere Frage ist, ob der jetzt die Dreierbank da reinpasst, aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Er Medium könnte Base always fits. doch einfach eine Einserbank fliegen, ganz entspannt. Und mit Juno einfach from downtown irgendwie noch. Weil wenn du Juno jetzt direkt vor die Klein Nase bisschen, kleinen stellst. Dreipunkter. Genau, aber wenn du Juno jetzt vor die Nase stellst, dann schießt Nimi ja, dann musst du halt Nimi irgendwie Ini killen, ansonsten schießt Nimi. Kommt Nimi auch mit ihrer Heavy Laser Cannon. Genau. Ah, stimmt, die Dreier Bank, da stehst du auch mit der Heavy Laser Cannon irgendwie Ja. nochmal in Angesicht zu Angesicht. Ja, jetzt ist natürlich der Zeitpunkt. Ja, eigentlich willst du jetzt schon eher Visier dann jetzt sagen, hier komm, mach jetzt kaum mal Visier an. Weil kann halt auch sein, dass er nur 3 Schaden macht. So. Wenn er ein bisschen Ergebnisse würfelt und Kevin jetzt nicht den optimalen, also den maximalen Damage. Naja, so Temmin wird jetzt da wahrscheinlich einfach eine Zweier Bank drüber fliegen. Da ist der Fokus. Ja, das ist schon, ich glaube, das ist schon die richtige Ja, Variante jetzt. da muss jetzt ein bisschen, da muss jetzt der Damage kommen. Ja. Ja, wie gesagt, reicht ja einer für einen halben. Das ist schon Gut, aber ich gut. meine, er hat ja auch jetzt, also ich meine, ja, es ist jetzt nicht so wahrscheinlich, aber es ist jetzt auch nicht unrealistisch, dass der Nimi jetzt einfach killt. Ja, eben. Weil, okay, Juno hat natürlich jetzt nur ein Lock, aber Juno hat Lock, du hast Pelp, also der Schuss ist ja sozusagen an der Halbfach modifiziert. Ja. Ah, Das. guck mal, jetzt wird er wieder aggro. Das Aber ist. ist er nicht. Nee, das bappt nicht. Guck mal, das ist Ach nee, das gut. war le nee, nee, das war letzte Runde, hat er eine Der 1 hat eine 1, gerade. der ist nicht Ja, gestresst. Ja, ich das, dachte das gerade, ist er wäre das, noch was ich gestresst. verwechselt hatte eben gerade. Deswegen habe ich die Ja. zwei, hab ich da die zwei gerade zwei Bänke Na, gesehen. guck mal, und das ist halt das Ding. Wenn man sich dann einen Plan überlegt und einfach konsequent zu Ende fliegt, dann sieht es auch wieder gut aus. Und dann denkst du dir so, oh ja, da stehen sie aber schön. Schön. Also denke ich mir so, an der Ey, hier Stelle, du nochmal hast halt jetzt. Bonus-Stream-Punkte für Kunstflug, weil das so schön nah beieinander ist. Das ist echt gut gemacht. Vor allem ist die Frage, drehst du mit Cass jetzt eigentlich nach unten oder willst du den Schuss haben? Weil ich glaube, den Schuss Cass hast. macht die Bank, Ja, aber. aber genau, aber wäre es nicht schlauer gewesen, die wegzumachen? Um den nicht abzugeben, weil schießen wird der eh nicht. Ja, gut, aber er hat doch eh das Lock, er hat doch, der Bruder hat doch eh das Lock, er hat doch schon mal sich die Homing gefangen, also er kann nichts tun. Er kann nichts machen. Er kann einfach nichts tun! Und der kann tatsächlich 1er Bank rechts, Fokus Boost links. Der braucht gar nicht jetzt die Homing dafür nehmen, weil dann hat er noch mehr die Chance. Oh, das sehe ich jetzt gar nicht. Weil er hätte ihn einfach, also hatte 1 rechts, Boost links, Fokus. Ja. Hätte er Reichweite, also hat er doppelt modifizierten Schuss und ich glaube auch inzwischen die Macht wieder. Müsste er haben, ja. Müsste er eigentlich haben. Das heißt, dass er ihn da einfach wegklatscht, ist nicht so unwahrscheinlich. Weil jetzt, obwohl Und der jetzt ist ist. er wahrscheinlich nicht im Arc. Na gut. Okay, achso, ja, okay, das passt ja auch noch. Ja, Das sieht doch easy. gut aus. Da ist Ach, vielleicht die sogar haben doch Range keine 1. Ahnung, Mensch. Vielleicht sogar Range 1, guck mal. Ja, Ich es habe ist das Ding noch Range. nie gespielt. Ich weiß überhaupt nicht, was man damit macht. Ich habe das Modell Ja. nicht mal. Wenn jemand noch einen abzugeben hat, ey. Ja, okay, nee, alles richtig. Eigentlich doch alles. Also, ich glaube, es wäre andersrum auch gegangen. Ja. Aber so hat er. Ja, gut, guck mal, Ja, jetzt kannst ist du irgendwie wieder. alles, kommt das gleiche raus. Jetzt ist die Frage, ob du da nicht genau den Boost machst, um aus dem Winkel von Visier rauszukommen. Aber der gerade Boost hätte vielleicht sogar noch einen Schuss auf den Brudi gehabt. Ja, aber der ist doch. Aber jetzt kann er nach hinten schießen, ne? Er hat ja immer noch seinen Arc nach hinten. Jetzt hat er immer noch einen Schuss nach hinten, Stimmt, er hat Range immer noch 3. unter Umständen 3 für 3 Schuss. Ja. Ah, guck mal, macht er die harte 2, ja. Dafür lasse ich Visier schnappen. Ja, ich glaube auch, dass das die richtige Entscheidung ist. Eigentlich ist es gar nicht so wuselig, wie ich erst gesagt habe, weil er kriegt es eigentlich jetzt da doch ganz gut hin, alles irgendwie wieder an einen Punkt zu Ja, bringen. jetzt die eine Runde eben war ein sehr Eben war es genaues, wuselig, fettes ne? Geklumpe da Ja. irgendwie. So. Ja, gut. Drei Drei gerade. gerade. Ja, dann, also Cass wird Okay, Cass, ja, ziemlich Cass geht. unwahrscheinlich, dass Cass das überlebt. Sollte drauf gehen. Ja, legt das Lock wieder um. Hier kannst du haben. Zack. Das heißt, dann kriegt. Da jetzt nochmal 2. Ah, mal gucken.
Ja, das jetzt geht. Ich wette, jetzt gehen mindestens zwei Schiffe von der Platte. Diese Runde. So, jetzt gucken wir, ob die Ja, Dreier okay, banken. macht Ja, er macht easy. ernst. Easy. Locker. Steht halt So. in der Heavy Laser, ne? Also, ich wette, Juno geht diese Runde drauf. Ich sage, Cass geht diese Runde drauf. Ja. Und Visier wird Okay. halbiert. Nee. Doch. Da werde ich. Nee, wenn er einen Schuss auf Juno macht, dann nicht. Und Aber er ist die kann auch. Frage, ob er Nimi Inni killt oder ob er. Was? Oder weil er Warum? auf Lulu gehen will. Ah, er will sich Lulu schnappen. Aber er kriegt halt einen doppelt modifizierten Heavy Laser Cannon auf die Nase, so. Ah, okay. Ah, Kevin sagt gerade, Cass hat eben repariert mit dem Astra und Ah, er er hat hat das das Ionenmanöver Ionenmanöver, gemacht, konnte konnte er an der den Cut Karte wegdrehen mit wegdrehen. dem R1. Ah, hat dann wieder ein Leben mehr, ne? Genau. Ah, Ja, okay. danke. Danke, Kevin. Kriegt Ey, aber die ist Punkte nicht richtig, wieder. richtig geiles hier, weißt du, mit Hilfe der Na, Community. guck mal, hätten wir uns wieder um Kopf und Kragen gelabert. Ja, wieder was, keine Ahnung, was abgeht, Mann. Wie So, hilft man der jetzt den Schaden weg? zack, 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 1, 2, 3. Das ist Lulo. Nee, das ist Ne, Ello, meine ich, Elo Entschuldigung. auf Visier für Ja. ein. Oder zwei? Zwei. Schilde weg, glaube ich. Ja, drei und er hat Ja, einen Effekt, glaube ich, Schilde gehabt. weg. Ja. Damn. So schnell geht das. Jetzt habe ich meine Wette nicht abschließen können. Naja, dann hast du Mann. Pech. Das ist M98 Reroll, Lulu auf Juno. Lulu. Für Focus Crit. Puh. Ist das Gibst ein? du aus. Ah, gibt er Red aus. Crit. Ja, gut, er kann ihn halt auch zwingen, den. Oh, Oh. fuck. Aber dafür kann. Dafür, es ist natürlich, jetzt kann Juno frei. Frei ballern, weiß aber nicht. Wir wissen jetzt nicht, welcher Crit das ist. Könnte Ah, jetzt auch, wenn das jetzt noch irgendwie so ein Weapons Alter, Failure ist wie. oder so eine Nee, Scheiße. man, Ionencrit, schön das Lock verlieren. Oder so. Aber gut, jetzt kann er natürlich. Jetzt Jetzt hat er immer schießt noch. Juno Er hat immer zurück. noch zwei Zwei Schüsse Schüsse auf auf Visier Visier. jetzt. Mit den X-Wings. Okay, schießt der primär. Das verstehe ich jetzt Für einen nicht. Crit. Dann nimmt er doch die Homing. Also, wenn es Reichweite 2 ist, musst du die Homing nehmen. Ne, jetzt hat doch Juno geschossen, oder nicht? Nee, war das nicht. Jetzt schießt Merrick. Aber warum hat Juno geschossen? Sie hat doch einen Lock. Ja, weiß ich auch nicht. Weiß ich jetzt nicht. Oh nee, Weapons Failure. Ach so, dann hat er tatsächlich ein Weapons Failure als Crit Sagt bekommen, es ja. Weapons Failure Na gut. wahrscheinlich. Ja, So, das das ist ist ein Ding jetzt weg. Merrick auf Cass für einen. Gibt es Lock Genau, aus? Ein Crit. Fähigkeit. Ja, Kablam! Hit, Crit, Crit auf Cass. Ah, geil. Und Cass würfelt Einer ein kommt kluges durch. Evade. Kommen zwei Crits durch. Ah, ach so. Hat gerade einen Ah ja. repariert. Das ist wieder Disable Power Er Regulator. müsste jetzt, ja, Merricks Fähigkeit, er könnte sich jetzt eigentlich drei aussuchen. Andreas hat gepennt. Dann könnte er sich, ne, es werden ja drei Ja. aufgedeckt, einen davon nimmst du, dann werden wir, den kommen zwei weg. Ja. Drei aufgedeckt, dann sind, suchst du die wieder aus. Schön Fueling Interdirected. So, jetzt ist irgendwie. Ah, warte mal, ich muss mal. Panicked. Ich glaube. Aber gut, er Ah, hat immer doch, noch ich die glaube, ich Chance, muss mit mit dem dem Bruder Bruder den den zu zu killen, killen. also Ja. Cass zu killen. Jetzt sind die 5 vorbei. Bei They are removed immediately. so, jetzt geht's Inni 4 weiter. Wir sehen oben, Kevin ist First Player. Inni 4. Cass hat keinen Schuss. Dann schießt Temmen Range 2 in Visier. Braucht 2 zum Halbieren Einen für nur. Oh, einen. das ist natürlich glücklich. Den Trifft den nimmt trotzdem. Andreas aber dankend. Ein Schaden auf Visier. Braucht Und noch ich habe ihn. einen zum Halbieren. Oha. Jetzt ist natürlich Nimi. Ah, Nimi-Fähigkeit ist aber offline. Weil wegen gleiche Imi. So, jetzt Ja. schießt der Brudi Der Range 1 Brudi. in Cass. Müsste doch eigentlich jetzt einsacken. Ja. Zwei Schaden muss er Also machen. er verkackt voll. Drei Hits. Ey, easy. Ja. Er hat nur zwei Würfel und kann den Crit hinterher drücken. Einen Evade, Aber kriegt zwei reichen Schaden. zwei. Ja. Da ist er noch in Reichweite, sozusagen in Schlagreichweite. Kevin verliert sein Mann, Mann, erstes Mann, das Schiff. ist ganz schön spannend hier. Nee, dann mach Kess mal richtig runter. Du hast doch eben auch mit dem Rohr runterschieben. Das ist irgendwie so ein Ding, diese. Dann in die 4 durch, dann schießt noch in die 2. Dann haben wir noch Nimi für den für die halbe sozusagen. Range 2 auf Visier. Für ein. Oh, Und da ist der Palpatine, oder? da hat er das Ding, Pope. Palpatine?
Das heißt, er hat Oh. jetzt den Fokus offensiv, um Nimi zu Oh, der halbieren. kann, wenn er einen Schaden macht, ist er wieder auf. Hast du Dann hat Kessel er. schon drin? Ja, dann ist Kessel er schon wieder. drin, dann ist er wieder auf 2 Punkte dran, gibt Ist es wieder beide auf noch zwei eine Minute dran, und dann ey. gehen sie in die letzte, vielleicht in die letzte Runde. Eieiei. So, jetzt ist die Frage: Lulu, Range 3 ohne Fokus. Nee, du schießt auf Nimi, du musst einen Schaden. Unten, na gut, aber 3 gegen 3 oder du schießt auf Nimi für einen für 2 Punkte. Ja, musst du machen. Das macht in dem Fall, du holst dir jetzt zwei und nächste Runde Lulu, dann bist du gleich auf. Ja. Aber verlierst dann wahrscheinlich Hälfte auf Visier. Ah, das ist Ja, vor allem scheiße. Lulu kriegst du ja mit den beiden anderen, ne? Ja. Also. Das Problem ist, Visier gibst du wahrscheinlich auch ab, weil Ello wahrscheinlich auch wieder 2 hart und dann Boost in die Mitte irgendwie in die Lücke kommt. Oder zwei Banks, Flügel zu, Fass oder Fokus. Irgendwie Kann so. korrigieren, je Irgendwie nachdem, wo so. er steht. Genau. Bruder macht einen Ansehen nach rechts. Homing, Schmoming. Für 2. Das ist Mary. Achso, das ist der Visier. Das ist Visier wahrscheinlich auf Nimi. Ah. Auf Lulo. Danke, danke. Oh. Ey. Das wäre natürlich jetzt. Das hat Andreas gebraucht. Hätte er gebraucht. So, Mann, halbe ist bitter. Punkte. Das heißt, es Nee. steht. Ist Doch, doch doch, ich zwei war. Schaden gemacht. Ach, Ach, das eine ist ein das eine ist Auge. ein Auge, ja. Ah, ich habe nichts gesagt. Nichts gesagt. So, dann kriegen beide noch einen Punkt in der Mitte. Zack. Aber wenigstens kein Crit Zack. für wegen Enduring. Das Super. stimmt. Das ist wichtig. So, jetzt ist eventuell. Die Ah, stimmt. Zeit schon abgelaufen. Illy sagt gerade hier, Merrick muss reinziehen. Obwohl, nee, muss er nicht. Er kann ja, wenn er 3 gerade ist, fast Schluss. Wir kennen natürlich die Zeit nicht. Genau. Also ich habe. Aber eigentlich, pass mal auf. Der Bruder, 1er Bank nach rechts. Ah, Ah, Schluss. okay. Also Zeit ist durch. Das ist. Ich habe halt bei 75 auf Start gewirkt. Wahrscheinlich war es Ja, eine kurze Runde. Wir wissen nicht genau, wie stimmt. die Zeit gelaufen ist. Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle an Kevin, der hier auch fleißig im Chat mitgeholfen hat, trotz Ja, Kinderbetreuung. gute Sache, gute Arbeit. Gutes Spiel, mega. Das fand ich auch, Das war war echt ein spannend. sehr spannendes Spiel. Von beiden echt zweimal wilde Manöver, ansonsten irgendwie ja, schön rausgespielt, coole Killboxen gebaut. Ein bisschen 1.0-esk, so mit diesem im Kreis fliegen am Komm, Anfang. das ist 1,0. Was Ist das? denn? Natürlich, am Anfang so ein bisschen, ich Ja, gehe mal echt ab und ich jetzt. fliege Aber nach einem. AMG sagt doch, wir müssen reinfliegen und uns in der Mitte bekämpfen. Und jetzt macht man das nicht und dann spielt man 1-0 oder was? Das ist nur, weil man clever ist und dann Ja, erstmal das, aber das positiv. war, das ist doch geil. Man kann doch auch Sachen mitnehmen, die gut sind aus 1.0. Was meckerst du mir jetzt so? Ja, du, dass man nicht wie ein Honk direkt engaged, hat doch nichts mit 1-0 zu tun. Ich habe auch ein 2-0 nicht mal wie so ein Honk direkt rein engaged. Mhm, genau. Ich habe noch nicht mal 1-0 gespielt. Ja, deswegen bist du auch so schlecht. Du bist So. doch so scheiße. Ja. Ja, genau. Gute Arbeit von beiden. Spannendes Spiel, hat Bock gemacht.